Jo, moin Leute, in diesem Video gibt es jetzt eine Menge Hard Facts von der E3. Die Infos stammen aus einem Interview mit Daniel Birlen, der Design Director bei DICE ist. Es gibt verschiedene neue Modis, Airborne, Conquest und Grand Operation. Erklär uns die genauer. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Grand Operation soll eine Kombination aus Airborne, Conquest und In-Game Day sein. Dazu aber nochmal später mehr. Wir haben in Grand Operation den erfolgreichen Operationsmodus aus Battlefield 1 übernommen und angepasst. Jeder kennt das Problem, wenn man in Operation als Angreifer nach längeren Kämpfen einfach nicht mehr weiterkommt, weil die Verteidiger einen gestoppt haben. In Grand Operation soll es im fortgeschrittenen Spiel dann so eine Art Last Man Standing geben. In Battlefield 5 nennt man das dann Final Stand. Da gibt es dann Besonderheiten wie begrenzte Munition und limitierte Respawn. Was jetzt nicht ganz deutlich herausgekommen ist, ob das ein separater Modus war oder ob das direkt in Grand Operation implementiert ist. In Airborne habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, wann ihr aus dem Flugzeug springt, eventuell sehr früh oder später hinter den feindlichen Linien. Was ist mit Operation Days gemeint? Mit Operation Days, damit sind keine Tage gemeint, sondern ein gewisser Map-Abschnitt bzw. 15 Minuten Gameplay auf Operation. So wie ich das jetzt verstanden habe, kann man damit innerhalb der Operation Days die Modis auch noch anpassen und so auf seinem Server wie eine Art individualisierte Playlist laufen lassen. So kann dann jeder Server eine andere Operation gestalten. Was wird sich generell im Vergleich zu Battlefield 1 ändern? Wir schauen besonders auf das Teamplay, das Handling der Waffen und natürlich werden auch Vorschläge der Community berücksichtigt. Erzähl uns etwas über die Waffenphysik. Die Vorhersehbarkeit des Waffenrückstoßes und Waffenkontrolle soll besser berechnet und handelbar werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll sich das vor allem auch nach den Skill des Spielers richten. Erklär uns das Bausystem genauer. Was zerstört ist, kann auch wieder aufgebaut werden und wir haben natürlich auch speziell vorgesehene Bereiche, die bebaut werden können. Das Bausystem ist sehr umfangreich und steht in Verbindung mit dem Zerstörungssystem. Im Allgemeinen kannst du sehr viele Dinge zerstören. Es hat Ähnlichkeiten zu Bad Companies 2, wo man zum Beispiel Brücken zerstören konnte. Was genau kann alles aufgebaut werden? Du kannst Häuser, Fenster aufbauen, Sandsäcke gräben, Schützenlöcher, Panzerfallen können aufgestellt werden, stationäre Waffen und spezielle Waffen. Jede Klasse kann dieses Aufbauwerkzeug verwenden, aber spezialisiert ist die Support-Klasse, die zusätzlich besondere Dinge kann, die andere Klassen nicht können. Eine große Neuerung zu Battlefield 1 ist es, dass es neben den Hauptklassen auch speziell angepasste Sub-Unterklassen gibt, die besondere Vorteile bieten und so ein einzigartiges Spielerlebnis erzeugen. Wird es wie in Battlefield 1 wieder Elite-Klassen oder geheime Waffen geben? Neben dem regulären Spam-System hat nun der Squad-Leader die Möglichkeit, durch zielgerichtete Spielen die innerhalb des Squads erspielten Punkte besonderen Nachschub zu ordern. Dazu gehören auch geheime Waffen, die besonders stark sind. Das sind zum Beispiel der Churchill-Flammenwerfer-Tank, der Sturmpanzer und die V1-Rakete. Kurze Anmerkung meinerseits, also das mit dem Squad-Leader hört sich schon mal sehr nice an, aber was auch eine geile Abwechslung wäre, wenn wieder der Commando-Modus kommen würde. Ich erinnere mich dann noch an alte Battlefield 4 Zeiten, oh Mann, war das geil. Und vor allem würde das noch zusätzliche Abwechslung bringen. Ich habe den Commando-Modus vor allem auch dann gespielt, wenn ich mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte, aber noch mal ein paar XP spielen wollte. Okay, machen wir mal weiter im Geschehen. Worauf zieht Battlefield 5 besonders ab? In Battlefield 5 soll es um die verborgenen und unerzählten Dinge und Geschichten des Zweiten Weltkrieges gehen, aber auch die regulären Waffen wie zum Beispiel die MG42, die durch Häuser schießen kann, sollen gezeigt werden. Was genau ist mit den Waffen? Klär uns auf. Spieler haben uns gefragt, ob wir nicht weiter ins Detail gehen können. Ihr habt nun die Möglichkeit, detailliert eure Klasse mit den zugehörigen Waffen zu leveln und anzupassen. Neben den optischen Anpassungen, die Waffe, Soldat und Fahrzeug betrifft, habt ihr nun auch die Möglichkeit, das Handling individuell anzupassen, so wie es für euch am besten spielbar ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können die Waffen jetzt auch so verändert werden, dass sie sich wie ein komplett anderer Waffentyp verhalten und aussehen. Außerdem wurde die Durchschlagskraft von Waffen so angepasst, dass höheres Kaliber durch Wände schießen kann und zum Beispiel kleineres Kaliber wie Handfeuerwaffen oder Türen. Kurzer Einschub von mir, auf jeden Fall ist das mal eine sinnvolle Neuerung, die auf jeden Fall viele freuen wird. Ich erinnere mich noch an Battlefield 4 Zeiten, da konnte man deutlich mehr an den Waffen verändern als nur Skins wie zum Beispiel in Battlefield 1. Erzähl uns etwas über die DLCs und Battle Packs. Dadurch, dass die DLCs alle kostenlos sind und es keinen Premium Pass mehr geben wird, wird die Community auf jeden Fall nicht mehr länger gespalten. Battlefield 5 wird niemals Pay to Win sein. Es gibt natürlich wieder Battle Packs, die aber nicht spielrelevante Dinge enthalten werden. Was ist Tides of War? Tides of War ist ähnlich wie die Season in Fortnite, Overwatch oder Star Wars Battlefront 2 zeitlich begrenzte Anlässe, die ihr in einer zuvor ausgewählten Company gemeinsam mit euren Freunden bestreiten könnt. Tides of War ist dafür gedacht, den Spielern verschiedene neue Schauplätze des Zweiten Weltkrieges zu zeigen. Dadurch könnt ihr neue Arten von Gameplays entdecken. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, neue Waffen, Fahrzeuge, Panzerflugzeuge und neue Anpassungsmöglichkeiten für euren Charakter freizuschalten. Weiter noch könnt ihr neue Archetypen, in Klammern Unterklassen, freischalten.
Was ist mit dem Wiederbelebungssystem? Jeder kann jetzt andere Squad-Mitglieder wiederbeleben, so wie ich das verstanden habe, soll aber die Medic am effektivsten sein, in Klammern am schnellsten. Außerdem soll es möglich sein, verletzte Squad-Mitglieder aus der Schusslinie zu ziehen. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber in einem anderen Video lag direkt jemand mit dem Rücken am Boden und hat von dort aus weitergefeuert. Entweder war der angefragt oder es gibt neben den Hinlegen noch eine weitere Möglichkeit, sich irgendwie hinzuwerfen und von dort aus weiterzufeuern. Was ist mit stationären Waffen? In vorhergehenden Battlefield-Teil waren zum Beispiel die Fluggabwehrgeschütze stationär. Nun können diese Waffen über das gesamte Schlachtfeld verschoben werden, um dadurch Vorteile zu gewinnen. Wird es einen Battle Royale-Modus geben? Daniel Berlin, ja, wird es. Im Moment kann ich leider noch nichts Genaueres dazu sagen. Ganz am Anfang des Videos hatte sich das mit Final Stand so angehört, als wäre das der Battle Royale-Modus, aber leider gibt es aktuell noch keine weiteren Infos dazu. Zum Ende gibt es jetzt noch ein paar Random Facts. Der Coop-Modus heißt Combined Arms. Die War-Stories sind die Kriegsgeschichten, werden ähnlich wie in Battlefield 1 aufgebaut sein. Das Chat- und Voice-System wird nicht nur während des Matches verfügbar sein, sondern auch im Ladebildschirm und in der Lobby. Ganz neu gerade eingetroffen, der Sniper hat wieder die Möglichkeit, über das Radio Bacon Verstärkung zu rufen. Das dürften einige noch als Battlefield 4 und 3 kennen. Das ist einfach ein mobiler Spawnpunkt für Squad-Mitglieder. Ich wollte nochmal einen wichtigen Hinweis zu den Kanalabos geben. Und zwar, wenn ihr die kleine Glocke neben den Abonnieren nicht zusätzlich aktiviert, kann es sein, dass nicht jedes Video, was ich uploade, euch angezeigt wird. YouTube ändert ständig daran was. Also wer über jedes Video informiert werden will und nicht nur die Videos zu Gesicht bekommen will, die jetzt YouTube vorschlägt, der drückt jetzt die Glocke. Wenn du die Infos spannend fandest und die neu für dich waren, würde ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Im Anschluss gibt es noch ein paar Outtakes. Goldie Sanks bei. Erzähl uns etwas über das Bausystem. Das Zerstörungssystem kann auch wieder aufgebaut. Jede Klasse kann die Aufbauwerkzeuge verwenden, aber spezialisiert ist die Supportklasse. Meine Güte. Was ist mit dem Wiederbelebungssystem? Jeder kann jetzt andere Squad-Mieter... Was? Mieter? Squad-Mieter.